hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal an diesem verregneten Sonntag. Wir gehen heute in die japanische Küche, japanischer Streetfood, nee, Fingerfood. Wir machen Yakitaki-Spieße und dazu gibt es einen Sunomono-Salat. Viel Spaß! Ja, für unsere Yakitori-Spieße brauchen wir Hähnchenbrustteile, also schon in mundgerechte Stücke geschnitten, Zucker, Lauchzwiebeln, Reiswein, Sojasauce und Sesamöl. Und natürlich benötigt ihr Spieße. Also wir machen es heute auf Metallspießen, weil die Spieße werden etwas größer. Wenn ihr Fingerfood haben wollt, nehmt kleine Holzspieße, bleibt jedem selbst überlassen. So, das waren die Zutaten für unsere Spieße. Gleich melden wir uns wieder mit den Zutaten für unseren Salat. Der wird nämlich als erstes gemacht, damit er noch schön durchziehen kann. So, und hier sind die Zutaten für unseren Sunomono-Salat. Wir brauchen eine Salatgurke, Avocado, Limette, den Saft jedenfalls dann davon. Seealgen kriegt ihr in jedem Asia-Shop. Wir haben es aus einem russischen Lebensmittelgeschäft bekommen. Und er ist sehr gut ausgestattet mit solchen Sachen. Also, ich war da erst, nach sowas gucke ich nicht. Okay, weiter geht's. Wir brauchen Sesam, Zucker, Sojasauce, milden Balsamico und etwas Salz. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Bei der Gurke habe ich mit dem Sparschäler Streifen von der Gurkenschale abgeschnitten. Ich finde das optisch sehr schön für einen Salat, dass man halt noch etwas Schale an den Gurkenscheiben hat. Wer es nicht verträgt, schält die Gurke komplett, kann sie auch komplett klein in Würfel schneiden. Das ist auch jedem selbst überlassen. Ich mag es ganz gerne, wenn das Ganze in Scheiben ist. Und das wird dann unser Salat. So Freunde, jetzt wird unser Sunomono-Salat vorbereitet. Genau, meine kleingeschnittene Gurke war ja nur eine. Die salze ich jetzt ordentlich. So, ich denke, ordentlich reicht. Dann habe ich die Avocado. Die beträufle ich jetzt, damit sie nicht braun wird, mit dem Limettensaft. Den haben wir schon ausgedrückt. Na, 2 Esslöffel. Ich denke, 3 Esslöffel sollten reichen. Na komm, 4 Esslöffel. Ist fast eine ganze Limette. Genau. Das Ganze gebe ich zu den Gurken dazu. So. Dann kommen unsere Seealgen. Das sind übrigens schon eingelegte. Wie gesagt, in dem Laden gab es schon eingelegte Seealgen. Wenn ihr trockene bekommt, die müsst ihr noch mit Wasser einlegen und über Nacht ziehen lassen. So, das kommt dazu. Dann kommen 2 Esslöffel Zucker dazu. 20 Gramm, ein bisschen mehr. Genau. So. Dann kommt Sojasauce. Da sind wir auch etwas großzügig. 1, 2 Esslöffel Sojasauce. Und dann unserem milden Balsamico. Da nehme ich auch nochmal 3 Esslöffel. Auch sehr großzügig. Das Ganze wird vermengt. Und jetzt wird noch kurz probiert, aber ich denke, alles gut. Und ich klicke. Jetzt kommt noch etwas von unserem Sesam dazu.
Wer weniger mag, nimmt weniger. Ich mag dieses Röstaroma. Auch das Ganze blenden wir unter. Und dann, sage ich mal, geht es für eine Stunde ab in den Kühlschrank. Ja, den lassen wir im Kühlschrank durchziehen. Und wir wenden uns jetzt unseren Spießen zu. In einem Topf erhitzen wir nun 120 ml von dem Reiswein, 120 ml Sojasauce und unsere 20 Gramm Zucker. Und das Ganze lassen wir leicht köcheln, also einmal kurz aufkochen, dann leicht köcheln. Ich denke, 10-15 Minuten brauchen wir auf jeden Fall, dass wir das karamellisiert so. Das ist ja wie Sirup wird das Ganze. Jedenfalls eine klebrige Angelegenheit. Ja, sirupmäßig. Es muss halt jetzt ein wenig köcheln. Okay, und wenn wir soweit sind, melden wir uns wieder. Ja, während Anne mit der Soße beschäftigt ist, habe ich schon mal die Spieße gesteckt. Und zwar immer ein Stück Hähnchenfleisch und ein Stück von der Frühlingszwiebel. Das Ganze habe ich beidseitig mit Sesamöl bestrichen. Ja, und wenn wir soweit sind, geht's an den Grill. So sieht nun unsere eingekochte Marinade aus. Der Schaum ist noch von meinem Rühren. Ich habe das Ganze in zwei Schälchen gegossen. Die eine Schale werden wir zum Bestreichen nutzen und die andere Schale kann als Dip dazu gereicht werden. Ich weiß nicht, ob man sieht. Es wird unscharf, wenn ich das so filme. Es ist leicht eingeköchelt und hat doch eine sirupartige Konsistenz. Ja, wir sind jetzt am Grill. Unsere Spieße werden jetzt erstmal direkt von beiden Seiten scharf angegrillt. Danach geht es in den indirekten Bereich. Und wenn wir dann soweit sind, melden wir uns an selber Stelle wieder. So Freunde, nachdem wir unsere Spieße jetzt scharf angebraten haben, gibt es den ersten, sage ich mal, Anstrich mit unserer Soße. So, hier noch ein bisschen. Ja, das werden wir jetzt so alle 3-4 Minuten machen. Ich denke mal 4-5 Mal. Je öfter ihr das macht, desto intensiver ist natürlich der Geschmack. Ja, und wenn wir fertig sind, melden wir uns wieder. So, unsere Yakitori-Spieße sind jetzt soweit. Wir haben 6-mal glasiert und die werden jetzt mit dem Sunomono-Salat serviert. Anne und Helmut von Kühnes Kochkanal wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, kurzes Fazit, total leckere Spieße. Je intensiver man sie einstreicht, also mehrmals, desto leckerer sind sie. Also ich bin von einem Spieß gut satt geworden. Wenn ihr das als Fingerfood macht, nehmt diese kleinen Holzspieße. Sehr lecker und bevor die Fragen kommen, sie werden nur von einer Seite glasiert. Ja, zu dem Salat, den haben wir vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Und als Anne dann sagte, ja mit Seealgen, habe ich gedacht, naja, okay, musste nicht essen. Heute sage ich, es gibt keinen leckeren Gurkensalat als diesen. Macht den unbedingt nach, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag noch.